In der heutigen Folge machen wir zusammen eine schnelle, frische, schmackhafte Tomatensuppe. Wir machen heute zusammen eine wunderbare Tomatensuppe. Hier oben Rispentomaten frisch. Die werden wir gleich auch noch von ihren Rispen, vom Strunk oder nennt es wie ihr wollt, pflücken. Hier Olivenöl nativ, Oregano. Hier Piri Piri, kleine Chili, einfach wahlweise. Etwas Schmand, Zwiebeln, Knoblauch. Das da ist Sherry. Könntet auch Wermut nehmen, irgendwas anderes. Sahne, Gemüsefond. Da oben noch passierte Tomaten. Einfach muss die Menge aus frischen und passierten stimmen. Ihr könntet auch nur frisch oder nur passiert nehmen. Und Salz und Pfeffer. Alle Zutaten wie immer unten in der Beschreibung. Hier die Dinge, die klein geschnitten werden müssen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal die Tomaten, werden sie halbieren. Dann die Chili klein schneiden und Zwiebel und Knoblauch klein hacken. Wenn ich klein sagte, meinte ich gar nicht mal so fein, kann auch grob bleiben, wir werden später alles pürieren. Chili klein geschnibbelt und hier die Tomaten einfach nur halbiert, weil sie schon eh relativ klein sind. Schauen wir uns gleich an. Hier haben wir jetzt einen Topf auf dem Herd, kleine Stufe. Nehmen das native Olivenöl. Duftet jetzt übrigens schon gut, ich liebe das. Geben den Knoblauch rein. Wie gesagt, werden später alles pürieren, deswegen muss das alles gar nicht so filigran klein geschnitten werden. Nimmt ein bisschen Farbe, bevor er allerdings verbrennt, ganz wichtig, das sollte er nie tun, kommen die Zwiebeln rein. Die sollen jetzt einfach nur glasig werden. Das tun sie dann nach wenigen Minuten ja natürlich auch bereits. Und das schauen wir uns dann natürlich auch an. Der Duft ist jetzt schon eine Eins, ich könnte es so essen. Aber wir wollen ja eine Tomatensuppe machen, deswegen Contenance. Dann sind die Zwiebeln glasig. Wir geben Sherry dazu. Ihr könntet auch ein Neuprar, Wermut oder sonst was nehmen oder es einfach weglassen. Ich finde, das gibt der ganzen Sache noch eine schöne Note. Dann kommen die Tomaten dazu. Und da ist es jetzt so, diese Tomaten sollen schmelzen. Deswegen haben wir sie halbiert. Dann geht das Ganze noch schneller. Ihr könntet sie noch kleiner schneiden, dann geht es noch schneller. Was ich mit Schmelzen meine, zeige ich sofort. Geben jetzt erstmal den Deckel drauf, dann geht das flotter. Nehmen zwischendurch mal den Deckel hoch. Vorsicht vor dem Dampf. So, und jetzt sieht man das schon. Denn sie werden, ja, breiartiger. Das Gehäuse geht heraus und geht alles über in die Flüssigkeit. Und dann geben wir nochmal den Deckel drauf, denn das soll jetzt noch voranschreiten. Wenige Minuten später haben wir es dann aber auch geschafft. Soll für den Zweck jetzt hier reichen. Duftet 10 von 10. Dann geben wir noch die passierten Tomaten dazu. Wie gesagt, ihr könntet auch nur passierte Tomaten nehmen, dann könnt ihr euch den Schritt davor sparen. Frische Tomaten allerdings geben immer noch so eine schöne Säure mit ab. Ich liebe das. Dann Sahne. Rühren wir mit um. Dann Schmand. Ihr könntet auch nur Sahne und oder nur Schmand nehmen. Die Mengen müssen halt einfach nur passen. Dann Oregano. Ebenso wäre Basilikum erlaubt. Pfeffer nach Geschmack. Wir geben ja später noch Piri Piri oder Chili dazu. Also ich jetzt zumindest. Und dann muss man immer ein bisschen abwägen. Ebenso Salz. Das soll ja alles nach dem eigenen Geschmack sein. Deswegen nimmt man immer so viel, wie man glaubt, dass das gerade so für einen schmecken wird. Rühren alles um. Dann pürieren wir das Ganze mit einem Pürierstab. Dann gibt das eine homogene Masse natürlich. Und dann schauen wir uns das Zwischenergebnis mal an. Denn jetzt mit dem Kochlöffel, ihr könnt sehen, das ist ziemlich sämig. Und jetzt haben wir noch ein paar Zutaten übrig, nämlich zum Beispiel die Gemüsebrühe. Und ich gebe da so viel dazu, bis mir, ein paar Tropfen gingen links daneben, egal. Ja, bis einem die, wie soll ich sagen, die Konsistenz der Suppe gefällt. Da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich, macht es einfach, wie ihr wollt. Dann kommt noch die Chili dazu, wenn man denn will. Einfach so, wenn ihr jetzt merkt, oh, ist zu flüssig geworden, dann lasst es noch ein paar Minuten auf dem Herd. Dann reduziert das wieder ein bisschen, dann geht die Flüssigkeit auch verloren. So lange, bis es passt und dann ist unsere Suppe auch schon fertig. Können wir
anrichten. Hier eine kleine Schüssel, einfach nur, um euch auch mal die Konsistenz jetzt in meinem Falle herzuzeigen und natürlich auch die Farbe. Geruchsfernsehen gibt es ja leider noch nicht. Hier mit einem Löffel. So mag ich es, deswegen habe ich es jetzt genau so gestaltet. Dann einfach nur für die Zierde ein schönes grünes Basilikumblatt obendrauf, wie immer. Bon Appetit!